Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich kurz darauf eingehen, wie man vorgeht, wenn man Datenmodelle erstellt. In dem Bild sehen Sie die sechs wichtigsten Schritte. Der erste Schritt wäre Identifikation von Entitätypen und Entities. Der zweite Schritt wäre das Finden von Attributen und Eigenschaften einer Entity. Im dritten Schritt würde man analysieren, welchen Datentyp brauchen wir denn, um welche Art von Daten handelt es sich, also ob es eine Zahl ist, Integer oder eine Zeichenkette. Im vierten Schritt würden wir analysieren und hinterfragen, welches der Attribute kennzeichnet eine Entity eindeutig, also Fokus auf Primary Key. Erst im fünften Schritt würden wir analysieren, welche Beziehungen gibt es zwischen den Entity-Typen und diese benennen. Im letzten Schritt würden wir uns die Kardinalitäten angucken und genauer hinterfragen, um welche Art von Beziehung handelt es sich, 1:1, 1:n-Beziehung, M:n-Beziehung. Schauen wir uns doch mal dazu, zu jedem Schritt, ein Beispiel an. Zunächst Entity-Typen finden. Das heißt, es ist relativ einfach, wenn wir in der realen Welt entsprechende Artefakte haben. Also wie Auto, Kunden, Bücher, Rechnungen. Das heißt, die Identifikation ist in diesem Fall relativ einfach. Dass wir zum Beispiel ein Konto haben, einen Kaufvertrag oder einen Kredit. Der zweite Schritt war Finden der Attribute. Nehmen wir das Entity Auto. Das heißt, in der realen Welt hat ein Auto, hat Räder, Sitze, hat einen Hersteller, Abgaswerte, eine Farbe. Alle diese Eigenschaften können wir als Attribute übernehmen und würden dabei nur die Attribute übernehmen, die für unsere Aufgabenstellung notwendig sind. Hier in dem Beispiel Kennzeichen, Motorleistung und Hersteller. Also nur die, die wirklich wichtig sind. Im dritten Schritt würden wir uns damit beschäftigen, welche Art von Datentypen. Also beim Kennzeichen wäre es zum Beispiel eine Zeichenkette, bei der Motorleistung wäre es zum Beispiel eine Zahl. Der vierte Schritt wäre Identifikation des Primärschlüssels. In unserem Falle könnte es hier sein, dass wir das Kennzeichen als Primärschlüssel haben, da dies eindeutig ist. Im fünften Schritt wäre das Finden von Beziehungen. Hier kommt es auf die Aufgabenstellung an. Wenn es also interessiert, wer ist mit einem Auto unterwegs, gibt es ein Auto, es gibt einen Fahrer. In dem Fall hätten wir eine Beziehung zwischen Auto und Fahrer. Im letzten Schritt würden wir identifizieren die Kardinalitäten. Also zum Beispiel, wenn es wichtig ist, welches Auto wird von welchem Fahrer gefahren? Ja? Oder darf gefahren werden? Dann würden wir hier einzeichnen, es wäre in dem Fall eine 1:0 bzw. 0:1 Verbindung, da ein Auto nur zu einer Zeit von einem Fahrer gefahren werden kann.